Liebe Musikfreunde, das mittlerweile kleine Häuflein Abonnenten meines YouTube-Kanals und all jene Interessenten, die dort regelmäßig vorbeischauen, kennen von mir bisher nur Musikvideos, in denen ich selbst Klavier spiele. Mit diesem Video möchte ich etwas Neues ausprobieren, nämlich über Musik zu sprechen. Ich habe lange überlegt, welches Werk dafür besonders geeignet wäre, und bin dann auf den ersten Satz des Klaviertrios Opus 1 Nummer 3 in C-Moll von Beethoven gekommen. Mit den Trios Opus 1 hat sich Beethoven in Wien der Öffentlichkeit als Komponist vorgestellt. Das Werk mit der Nummer 3 ist in dieser Sammlung das gewagteste Werk und in der Retrospektive das am meisten fortschrittlich und sozusagen Beethovensch erscheinende. Wir haben eben das eröffnende Hauptthema gehört. Hören wir es noch einmal. Wir erkennen also in den ersten 10 Takten des Werkes weder eine rhythmische Kontinuität oder eine des Spielflusses, noch eine einheitliche Gestik oder eine Symmetrie. Dennoch empfinde ich diese ersten 10 Takte nicht als ein Haufen aneinander gekleisterter Motive, sondern als durch einen harmonischen Zusammenhang miteinander verschweißt. Wir eröffnen in C-Moll, gehen zur Dominante G-Dur und dieses Motiv wird nun in As-Dur, also einen Halbton höher, wiederholt im Pianissimo. Und das jetzt einzuordnen, fällt nicht ganz leicht. Wir könnten uns auf den Standpunkt stellen zu sagen, wir haben G-Dur und rücken das nach As-Dur. Das ist einfach eine Rückung, Klangsteigerung, Intensivierung, irgendwas. Oder wir könnten sagen, wir haben hier eine Art G-Dur-Insel und As-Dur ist nun zu G-Dur der Neapolitaner. Das glaube ich persönlich weniger, da ja G-Dur gar nicht etabliert ist, sondern C-Moll. Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, wir haben eine Art C-Moll-Kadenz mit Ende auf der Dominante und stellen uns As-Dur als Trugschluss vor. Das halte ich für die wahrscheinlichste und überzeugendste Deutung an dieser Stelle. Allerdings fehlt mir das typische Trugschlussgefühl, eben dieses Gefühl des Nicht-Erreichens eines Ziels. So eine unklare Situation finden wir übrigens auch am Beginn der bekannten Appassionata von Beethoven, die ja viel später entstanden ist. Dort haben wir folgende Situation, wir eröffnen in F-Moll. Und das wird nun ein Halbton ebenfalls hochgerückt nach G-Dur. Auch hier wissen wir nicht, wo Beethoven mit dieser Rückung eigentlich hin will. Handelt es sich um eine reine Rückung, ein Neapolitaner, ein Trugschluss scheidet hier aus. Aber es ist unklar, was gemeint ist. Und von vielen Kommentatoren wird auch dann das Motiv, das immer wieder in diesem Satz auftaucht, als ein Versuch gewertet, durch den Fall um einen Halbton, den vorherigen Anstieg, sozusagen rückgängig zu machen. Ich will jetzt nicht zu tief in die Appassionate einsteigen, kehren wir zurück zu unserem Werk. Für den Augenblick halten wir fest, wir haben C-Moll, G-Dur und Trugschluss. Beethoven fährt fort mit einem übermäßigen Quintsextakkord.
Kurz zur Erklärung. Klanglich handelt es sich ja eigentlich um einen As-Dur-Septakkord. Der würde sich auflösen nach Des-Dur. Nun ist hier aber nicht As-Dur mit Ges geschrieben, sondern hier steht ein Fis. Dadurch kommt auch die Bezeichnung zustande. Vom Basston As ausgerechnet haben wir die Quinte S und die übermäßigte sechste Fis. Daher die Bezeichnung übermäßigter Quint-Sext-Akkord. Der Akkord taucht auch in der Klassik schon regelmäßig auf und wird nach G-Dur aufgelöst. Beethoven macht das hier genauso. Er baut diesen Spannungsakkord ein und noch ein Violinsolo. Kommt aber dann mit Nonvorhalt nach G-Dur. Damit enden die ersten 10 Takte des Werkes halbschlüssig und quasi offen. Wie Beethoven nun fortfährt, ist für mich immer eine kleine Überraschung. Wir haben beinahe das Gefühl, erst jetzt das Hauptthema zu hören. Denn dieses achttaktige Motiv hat eine deutliche Periodengliederung mit einer Symmetrieachse in der Mitte. Und insgesamt ist das Motiv auch geschlossener. Wir haben C-Moll, C-Moll, G-Dur, 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 C-Moll. Und kommen sozusagen von der Grundtonart weg und kommen wieder nach Hause. Frage ist, was passiert jetzt gedanklich mit den schon eröffnenden 10 Takten? Und ich möchte hier ein bisschen der deutschen Wikipedia, Stand September 2020, widersprechen. Dort wird es quasi dargestellt, dass die ersten 10 Takte quasi so hingewürfelte einzelne Motivbausteine sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die ersten 10 Takte sind harmonisch zusammengehalten und diese nun folgenden 8 Takte, die sind gestisch und vom Spielfluss zusammengehalten. Die beiden Themen sind sehr verschieden. Ich würde daher tatsächlich von Hauptthema 1 und Hauptthema 2 sprechen. Das eben gehörte also als Hauptthema 2. Ich bin danach auch schon fortgefahren und habe etwas gespielt, das wir als Überleitung bezeichnen könnten. Wir haben dort eine starke Markierung der Zählzeit 2 gehabt und ein sozusagen harmonisches Pendel zwischen G-Dur und C-Moll und das ging eben ein bisschen hin und her. Ich habe mir die Schlusspassagen ein wenig vereinfacht und bin dann zu diesen Schlussakkorden gekommen. Aus der Literatur, der Klassik, kennen wir solche kräftigen Oktavschläge. Typischerweise am Ende des Hauptsatzes der Sonatenhauptsatzform. Wir erwarten ein Seitenthema. Beethoven geht nun dieses Formmodell ein bisschen anders an und fährt so fort. Ja, ohne Schwierigkeiten erkennen wir, es handelt sich um Hauptthema 1. Schauen wir uns das an. Es liegt dieses Mal in As-Dur mit der Dominante S, die dann erreicht wird. Danach kommt die entsprechende Rückung nach Fes, Dur in diesem Fall. Danach folgen Verminderte und wir kommen nach B. Wir sehen, das harmonische Schema ist ein bisschen verändert. Es kommt Hauptthema 2. Hier an dieser Stelle wird S-Moll als Subdominante in B-Dur verwendet. Also Moll-Subdominante in B-Dur. Das Hauptthema 2 erscheint also in B-Dur mit der Moll-Subdominante S. In der folgenden Überleitung
begegnet uns wieder ein harmonisches Pendel, dieses Mal zwischen B-Dur und dem etablierten S-Moll. Die Überleitung ist sehr ähnlich zu der vorherigen Überleitung, nur ist sie motivisch um ein Streichermotiv erweitert. An dieser Stelle kann man auch über den Wert des Formmodells Sonate diskutieren. Wir haben bisher mehrere ungewöhnliche Merkmale festgestellt. Wir haben einen Hauptsatz, der zweimal auftritt, und innerhalb des Hauptsatzes gibt es zwei konkurrierende Hauptthemen. Nun, wir wissen, dass das Formmodell Sonate ja erst lange nach der Klassik in der Retrospektive entwickelt wurde, um die Musik zu erklären. Damit ist es nur ein Modell. Ich gehöre allerdings nicht zu den Menschen, die dieses Modell jetzt als sozusagen ungültig oder unbrauchbar verteufeln wollen. Vielmehr glaube ich, dass es uns ein gutes Modell so lange ist, wie wir Erweiterungen und Ausnahmen in diesem Modell zulassen, und das ist an dieser Stelle offensichtlich der Fall. Beethoven lässt uns nun endlich nicht mehr lange auf ein Seitenthema warten. Und an dieser Stelle interagieren auch Klavier und Violine zuerst sehr schön imitatorisch, danach die Violine und das Cello. Es ist auch ein schöner Moment, um über die Rolle des Cellos im Klaviertrio nachzudenken. In seiner Monographie über Joseph Haydn mit dem Titel Joseph Haydn und seine Zeit stellt der kürzlich verstorbene Ludwig Fincher auf Seite 441 dar, wie sich das Klaviertrio entwickelt hat. Er sagt, es handelt sich also primär um eine Gattung für Amateure, in denen das Klavier die Hauptrolle zu spielen habe. So schreibt er auf Seite 442, die idealtypische öffentliche, das heißt in den Drucken gegebene Gattungsbezeichnung bleibt bis ins 19. Jahrhundert hinein Sonate für Cembalo oder Fortepiano mit Begleitung von Violine und Violoncello. Etwas später, die Violine verdoppelt die Oberstimme des Klavierinstruments auf weite Strecken. Äußerstenfalls macht sie kleine Einwürfe oder die Themen oder Motive werden abwechselnd von Klavier und Violine vorgetragen. Das Cello verdoppelt den Klavierbass, schweigt aber auch auf weite Strecken. Dann später fährt er fort, dass sich Mozart zuerst um eine größere Eigenständigkeit der Streicherstimmen bemüht habe und dann Beethoven damit auch gut vorangegangen sei. Wir sehen, dass wir in den bisher dargestellten Abschnitten ohnehin eine große Rolle der Violinstimme hatten. Wenn wir nochmal die Cellostimme reflektieren, wir haben ganz am Anfang ein Unisono, dann mit dem Hauptthema 2 terzt eigentlich das Cello die Violine aus. Ganz schön ist eigentlich auch, was passiert bei dem Pendel der ersten Überleitung. Da spielt die linke Hand des Klaviers. Das Cello spielt gleichzeitig. Das sind also praktisch dieselben Akkordtöne. Auch später hat dann das Cello eigentlich nicht viel zu melden, doch hier in unserem Seitenthema, da blüht plötzlich das Cello auf in dieser imitativen Stelle mit der Violine. Und zwar ist hier sogar vorgeschrieben sulla corda D. Um zu verdeutlichen, was Beethoven damit meinte, hören wir einen kleinen Vergleich. Hier hat uns mein guter Freund Alexander Riebold das gespielt, was Beethoven vorgeschrieben hat. Folgend der Anweisung sulla corda D hat er die gesamte Passage auf der D-Seite seines Cellos gespielt.
Kurz zur Erklärung. Normalerweise, also wenn diese Vorschrift nicht da wäre, würde man alle Töne oberhalb des A's, also diese, auf der A-Seite des Cellos spielen und die Töne unterhalb auf der D-Seite. Durch derartige Vorschriften wollen Komponisten häufig einen ungewöhnlichen Klang erzeugen. Dieser ungewöhnliche Klang entsteht dadurch, dass eine Saite Töne, die eigentlich nicht in ihrem bevorzugten Klangbereich liegen, spielen muss und dadurch sehr hoch gegriffen werden muss. Dadurch verkürzt sich entsprechend die Länge der Saite und die Saite bekommt einen etwas herberen und weniger obertonreichen Klang. Wir kennen derartige Beispiele vor allem aus der Romantik. Schöne Beispiele für solche Klangwirkungen listet Hans Kunitz in seiner Instrumentationslehre auf. Das ist zwar schon ein recht alter Schinken, aber gerade für die romantische Literatur sind ganz tolle Beispiele drin, wie ich finde. Er nennt auf Seite 1241 die eröffnenden Takte der bekannten Arie Nessun Dorma von Puccini. Dort müssen die Geigen bis zum 2 gestrichenen C auf ihrer G-Seite spielen. Wir hören, der Klang ist doch recht ungewöhnlich. Als ich Alex dann gebeten habe, die Beethoven-Passage in der normalen Grifftechnik auf D- und A-Seite zu spielen, war ich eigentlich überrascht, dass der Unterschied zwischen der D-Seite und der A-Seite gar nicht so hörbar wurde, wie ich gehofft hatte. Hören wir zuerst die normale Grifftechnik. Und jetzt noch einmal mit der D-Seite alleine. Ich habe am Anfang auch keinen großen Unterschied zwischen beiden Beispielen feststellen können. Aber es wird doch deutlich, wenn wir uns die oberen Noten C und Des anhören. Vergleichen wir nur mal die. Zuerst auf der A-Seite. Und jetzt noch auf der D-Seite. Ja, und da merken wir, auf der D-Seite klingen diese obersten Noten doch ein bisschen anders. Das ist ein sehr feiner Unterschied, den Beethoven aber offenbar an dieser Stelle hören wollte. Nach dem Ende des Saitenthemas kommt es zu einer Reduktion und Verlangsamung des Spielflusses. In der linken Hand des Klaviers haben wir einen Lamento-Bass und darüber Seufzerfiguren. Und das wird dann immer weiter verlangsamt, bis die Musik quasi hängen bleibt. Plötzlich kommen Fortissimo-Akkorde, die uns dann in den Epilog der Exposition führen. In diesem Epilog werden alle Themen noch einmal zitiert und es geht los mit Hauptthema 1, das sequenziert wird in den Streichern über heftigen Bewegungen des Klaviers. Das schraubt sich so ein bisschen hoch und führt dann zu einer sehr emotionalen, lauten Passage, die plötzlich abbricht. Die Akkorde, die wir gehört haben, sind hier der Es-Dur-Sechs-Akkord. Es folgt der gruselige Neapolitaner und danach dann die Auflösung, möchte man meinen, nach Es-Dur, aber wir kommen wieder nur in den Sechs-Akkord. Und danach kommt ein wunderbares Motiv in der Violine, das meiner Meinung nach vom Saitenthema abgeleitet ist. Und dieses Motiv schließt am Ende mit
mit einem D713-Akkord, wird aber nicht wie erhofft nach S-Dur aufgelöst, sondern Beethoven lässt uns auf die Erlösung warten. Trugschluss. Und sogar noch einmal ein Neapolitaner hinterher verminderte und dann kriegt er die Kurve doch noch nach S-Dur. Und in S-Dur kommt dann auch das Hauptthema 2 noch einmal und damit endet die Exposition. Zum Ende der Exposition gekommen sind, haben wir alle wesentlichen Bausteine kennengelernt, aus denen dieser Satz zusammengebaut ist. Gehen wir nun etwas anders vor, hören wir einfach einmal, wie es weitergeht und verfolgen in Gedanken mit, welche Motive gerade erklingen, welche Formabschnitte wir betreten und wie Beethoven die Spannung verteilt, aufrecht erhält und uns durch sein Werk leitet. Dass viele, die jetzt den Formverlauf aufmerksam mitverfolgt haben, sich schon gefragt haben dürften, in welchem Formteil wir uns jetzt eigentlich gerade befinden. Noch in der Durchführung oder schon in der Reprise? Diese Frage werden wir jetzt im Hinterkopf behalten. Zuerst folgt, wie angekündigt, eine kleine Nachbesprechung des soeben Gehörten. Die Exposition hatte ja geendet in S-Dur. Danach beginnt Beethoven in S-Moll. Ja, so würden wir erwarten, dass er fortfährt nach allem, was ich vorhin ausführlich analysiert habe. Aber Beethoven tut es nicht.
statt eine Rückung um einen Halbton nach oben, rückt er dieses B-Dur in einen verminderten Abwärts. Und dieser Verminderte führt ihn mit 7 Meilenstiefeln von S-Moll nach H-Dur. Und da haben wir so etwas, das klingt fast so ein bisschen sonatinenartig. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Plötzlich treten diese Schläge auf. Wir erkennen, dass diese Motive, und dann kehren ja auch wieder in den Streichern, diese Motive sind abgeleitet vom Hauptthema, also von... Da haben wir es. Das ist abgeleitet oder eine Abspaltung, könnte man sagen. Und diese Abspaltung, mit der wird jetzt gearbeitet. Und das führt uns dann zu diesem Abschnitt. Da haben wir in den Streichern. Das kennen wir ja schon. Das ist eben die Abspaltung. Auch im Klavier linke Hand, alles klar. Und hier wird das umgekehrt. Also kombiniert. Und das ist die Art der Zerlegung von Motiven, wie wir sie in der Wiener Klassik bei der motivisch-thematischen Arbeit schon kennen. Aus dem Hauptmotiv wird ein kleines abgespalten. Das wird mächtig durch die Tonarten getrieben, mit raschen Passagen, starker Dramatik. Und dann wird das hier auch noch umgekehrt. Und damit ist die Arbeit an Hauptthema 1 eigentlich abgeschlossen für diese Durchführungsarbeit. Beethoven wendet sich Hauptthema 2 zu. Ich erlebe das irgendwie als einen fast statischen Moment. Das Hauptthema in F-Moll bleibt hier irgendwie so hängen. Und dann kommt es in As-Dur und da ist diese wunderbare Auflockerung im Klavier. Aber auch hier hält Beethoven sich nicht lange auf. Er baut eine ganz gruselige Spannung auf, die auf der akkordischen Ebene eigentlich das hier ist. Das haben wir mehrmals, also die Violine gegen die linke Hand des Klaviers, diese übermäßigte Oktave und dann wieder den großen Sept. Und das geht über 3 Zeilen eigentlich so. Und da haben wir die Spannung dann von der linken Hand des Klaviers und dem Cello gegen die Violinstimme. Ablauf. Wir erwarten den Eintritt der Reprise und werden ja auch nicht enttäuscht. Ja, und was ist nun das? Beethoven ist vielleicht noch nicht in der Reprise. So ein Aufbauen der Spannung zu einem vermeintlichen Repriseneintritt gibt es in der Klassik ganz häufig, vor allem Haydn hat das häufiger gemacht. Beethoven scheint sich ja auch zu orientieren, denn diese kleine Passage des Cellos, das kennen wir aus der Exposition gar nicht. Und es läge nahe zu vermuten, wir sind doch in der Durchführung noch und noch nicht in der Reprise. Und das scheint sich auch zu verstärken, wenn wir dann hier im Folgenden ein Pendel haben mit Des-Dur und As-Dur. Und dann diese harmonische Fortentwicklung. Das scheint alles noch auf eine Art Durchführungssituation hinzuweisen. Jetzt kommt das Hauptthema 2, ganz unbearbeitet eigentlich. Und danach kommt dann dieses G-Dur-C-Moll-Pendel, das wir auch schon aus der Exposition kennen. Und jetzt fragen wir uns wieder, sind wir vielleicht doch schon in der Reprise gewesen? Und hat hier Beethoven nur ein bisschen frei rumfantasiert? Also das heißt, irgendwie ist die Frage immer noch nicht so ganz gelöst, ob wir jetzt in der Durchführung noch sind oder schon in der Reprise. Oder in einer Scheinreprise.
ich löse das mal auf, aber mangels anderer Alternativen bleibt uns nur, wir sind hier in einer Reprise. Und daher möchte ich von einer scheinbaren Scheinreprise sprechen. Da ist die Reprise schon zur Hälfte aus, da wissen wir immer noch nicht, ob wir überhaupt in der Reprise sind. Es ist eine ganz erstaunliche Situation. Aber es gibt einfach keine Alternativen. Verstehen, was Beethoven hier gemacht hat, gleich nochmal ein Blick in das Seitenthema in der Exposition. Wir sehen, es zieht sich durch. Beethoven macht keine strenge Reprise nach Schulbuch, sondern er lässt seiner Kreativität auch in der Reprise noch freien Lauf. Hier wäre wieder C-Dur zu erwarten gewesen, aber es kommt in C-Moll. Das Seitenthema wird von einem Dur in ein Moll umgewandelt, aber dann auch nicht universell, denn der zweite Teil unseres Seitenthemas, wo wir haben, das beginnt in As-Dur und changiert dann nach F-Moll rüber. Ist also wieder nicht so tonartlich klar, wie wir hoffen würden. Dass die Tonarten in dieser Reprise noch nicht gefestigt sind, scheint mir auch ein ganz wesentliches Zeichen dafür zu sein, dass dieser Satz einfach nicht zur Ruhe kommt. Diese Entwicklung, dieser Drang geht immer weiter. Und obwohl Beethoven im Folgenden wieder ganz ähnlich ist dann zur Exposition, müssen wir immer mit Überraschungen rechnen. Also, Beethoven schließt das Seitenthema wie erwartet ab. Es beginnt dann auch der Epilog der Reprise, in dem wir dieses Heraufschrauben des Hauptthemas haben. Es folgt dann dieser kurze Abschnitt mit dem gruseligen Neapolitaner. Es gibt wieder Änderungen, aber dieses Mal nicht so gravierende. Eine Ergänzung ist, dass also am Schluss der 7-13-Schluss noch einmal sozusagen perfekt gemacht wird. Und Beethoven bricht jetzt bei der Wiederholung des Hauptthemas 2 ab. Das klingt fast wagnerianisch schon. Und dann bleibt er auf dem Vollverminderten hängen. Offenbar will Beethoven uns noch eine Coda zum Besten geben. Hören wir wieder die ganze Coda und schauen uns im Nachhinein wieder an, was passiert ist. Noch ziemlich viel Dramatik auf engem Raum. Das beginnt mit dem freien Eintritt von diesen Dissonanzen und setzt sich dann noch einmal fort, indem kurz vor Schluss diese gruselige Stimmung vom Ende der Durchführung aufgegriffen wurde. Dort hat es ja so geklungen. Das wird jetzt hier aufgegriffen. Musik.
Das sind wieder sehr interessante Akkorde. Wir haben C-Moll und dann über den C-Moll den Neapolitaner drauf. Das ist schon eine sehr starke Dissonanz. C-Moll. Und dann haben wir eigentlich hier F-Moll. Aber dann kommt auf das H rein. Das ist wieder eine starke Dissonanz. Und das wird dann sogar noch wiederholt. Dieses Mal ist das Cello beweglicher. Haben wir. Und dann über den Neapolitaner über dem Grundton. Grundton. Starke Dissonanz. Und jetzt kommen Dominant-Septakkorde, die aber ebenfalls den Grundton noch im Bass haben. Hier ist er. Diese Dissonanzen, dass man über den Grundton noch die Dominante drüber setzt, das sehen wir in der Klassik schon, das kommt etwa auf so mit der Empfindsamkeit, ist aber doch für die damalige Zeit eine starke Dissonanz und verstärkt den dramatischen Affekt am Ende dieses Satzes. Damit sind wir am Ende eines sehr turbulenten musikalischen Gebildes angekommen, indem wir viele Besonderheiten festgestellt haben. Wir haben eine Exposition festgestellt mit zwei Hauptthemen und einem zweimal wiederholten Hauptsatz. Wir haben eine Durchführung erlebt, die eigentlich sehr klassisch war. Und dann eine Reprise, in der gegenüber der Exposition sehr viel verändert wurde und keine tonartliche Ruhe eingekehrt ist. Außerdem wussten wir eine ganze Weile nicht, ob wir eigentlich in der Reprise sind oder noch in der Durchführung. Und dann am Ende haben wir noch eine sehr affektgeladene Coda. Das sind meines Erachtens nach, also dieses Wesen der größeren Entwicklung über den ganzen Satz hinweg, das sind Elemente, die wir aus Beethovens späteren Werken schon kennen. Und das macht für mich auch das Richtungsweisende dieses Trios aus. Das war auf der formalen Ebene. Auf der harmonischen Ebene haben wir gemerkt, dass einige für die Zeit wirklich sehr krasse Dissonanzen uns begegnet sind. Und zum Beispiel mit diesen D7-13-Akkorden sogar romantische Gesten. Eine Besonderheit, die ich auch noch aufnehmen möchte, ist, dass viele musikalische Bausteine sich durch den Satz hinweg durchgezogen haben. Diese Rückung um einen Halbton, die wir ganz am Anfang hatten, das haben wir ganz oft beobachten können. Wir hatten es am Ende der Durchführung, da wurde das Ass über das G hinweg gerückt, wobei das G noch liegen blieb. Und wir hatten jetzt am Ende in unserer Coda, hatten wir beispielsweise über den C-Moll, den Neapolitaner drüber gerückt. Das sind alles diese Rückungen um einen Halbton, die haben sich durchgezogen und machen diese Geschlossenheit des Satzes aus. Genug geredet, ich möchte Sie einladen, den ganzen Satz noch einmal zu hören. Und zwar bin ich noch gar nicht dazu gekommen, die Spieler in den Aufnahmen, die wir gehört haben, zu nennen. Das waren am Klavier Silke Avenhaus, am Violoncello Xenia Jankovic und an der Violine Arvin Engelgard. Das ist eine Aufnahme von 1997 und sie nannten sich das Munch-Trio, diese drei Spieler. Ich danke sehr herzlich Frau Avenhaus, dass ich diese Aufnahme für mein kleines Erklärvideo benutzen durfte. Ich möchte Sie alle jetzt einladen, den ganzen Satz zu hören und noch einmal alles zu rekapitulieren, was in den Noten eingezeichnet wurde. Viel Vergnügen und vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Verbesserungsvorschläge für dieses Video, gerne in der Kommentarspalte posten. Vielen Dank! Thank you.
Thank you.